Hallo aus dem Husky-Gehege. Ich bin die Andrea vom Team Nature Trails und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eine Futter-Homepage für euch zu erstellen, wo ihr seht, welches Futter ihr getrost eurem Vierbeiner füttern könnt. Schaut mal vorbei auf endlichgutesfutter.de. Heute haben wir das Thema Tierschutz und Hundefutter. Wir haben auch auf unserer Homepage immer den Spruch, den wir mittlerweile sehr, sehr wahr finden und viele weiß interpretieren können. Tierschutz fängt beim Futter an. Oder beim Füttern, je nachdem, wie man das sieht. Und zwar werden jetzt viele denken, ja, was hat denn Tierschutz und Futter denn so miteinander zu tun? Es gibt sehr, sehr viele Tierversuche in der Futtermittelindustrie, wo man denkt, dass es sie gar nicht geben kann, gar nicht geben dürfte, tut es aber. Bei der Recherche, bei dem Video, da ist einem öfters mal wieder klar geworden, wie schrecklich wir Menschen sein können, nicht nur untereinander, sondern auch zu Lebewesen, die eigentlich sowas wie unsere Schutzbefohlenen sind, die wir eigentlich ja, mit mehr Respekt behandeln sollten. Mit Tierversuche meine ich jetzt nicht sowas wie, hey, ich habe neue Leckerlis gekauft, jetzt gucke ich mal, wie es meinem Hund schmeckt und wenn es ihm nicht schmeckt, dann ist der Versuch fehlgeschlagen. Sondern es gibt eigentlich zwei Arten von Tierversuchen. Einmal die Akzeptanzstudie, da findet man raus, wie viel lieber mag der Hund das Futter, was man herstellt, im Gegensatz zur Konkurrenz. Und dann gibt es natürlich noch die Verdaulichkeitsstudie, das heißt, wie sieht denn die Hinterlassenschaft aus? Hat der Hund eher Durchfall oder Verstopfung allgemein? Wie sind noch die Nährstoffe im Kot erhalten geblieben? Wie viel hat der Hundekörper wirklich aufnehmen können? Sehr, sehr, sehr viele bekannte Marken machen schlimme Tierversuche, also das heißt Marken, die uns alle bekannt sind, die wahrscheinlich wirklich jeder schon mal irgendwo gehört hat. Wenn man an solche Tierversuche näher herangeht und sich damit beschäftigt, zum Beispiel die Tierschutzorganisation PETA hat da mal Undercover-Studien gemacht, über mehrere Monate lang hat sich da so eingeschleust in solche Labore, die es gibt und hat echt gruselige Sachen herausgefunden, die Tiere leben unter echt schlimmen Bedingungen, in winzig kleinen Käfigen sehen die Tageslichttermin-Auslauf. Es ist echt nicht lustig und es gibt keinerlei Grund für solche Tierversuche. Also das heißt, es ist eigentlich gar nicht notwendig, es gibt keinerlei vertretbare Meinung dafür, dass man sowas überhaupt noch durchführen könnte oder sollte. Von daher verlegen auch viele Futterhersteller ihre Tierversuche ins Ausland. Das heißt, die haben hier so ein bisschen eine weiße Weste in Deutschland, verstoßen auch gegen keine irgendwelche Tierschutzgesetze, die es da vielleicht irgendwo ein bisschen gibt, aber natürlich noch viel zu wenig. Und deswegen kommt man mit denen fast nie in Berührung. Deswegen hat sich die PETA zur Aufgabe gemacht, die haben eine Liste im Internet. Da kann man sehen, welche Futtermittelhersteller definitiv keine Tierversuche durchführen. Also wenn man da checken will, ich habe jetzt das Futter XY, gibt man das dort in dieser Liste ein. Und dann, wenn die dort eingetragen sind, dann tun die keine Tierversuche durchführen. Wenn sie dort nicht zu finden ist, dann bitte nochmal genauer nachschauen und gegebenenfalls mal einfach nachfragen. Also das, auch bei PETA direkt kann man da auch mal nachfragen, wie es da aussieht, warum der Futterhersteller vielleicht nicht dabei ist. Sich vielleicht auch mal so ein bisschen die Sachen durchlesen, die PETA da veröffentlicht. Wie gesagt, auf unserer Homepage sind definitiv nur Futtersorten vertreten, die tierversuchsfrei herstellen. Das ist uns extrem wichtig. Solche Studien werden deswegen durchgeführt oder können überhaupt durchgeführt werden, weil der Hund definitiv, wenn er so viel Hunger hat, dass er fast stirbt, definitiv alles frisst. Deswegen werden da teilweise Hunden Sachen zu fressen gegeben, um halt zu sehen, wie kann man denn, sag ich mal, teurere, natürliche Rohstoffe mit sehr, sehr günstigen, synthetischen Rohstoffen ersetzen. Und umso mehr, sag ich mal, Chemie im Hundefutter ist, umso günstiger wird das Hundefutter. Deswegen ist zwar manches Hundefutter wahnsinnig günstig, aber das ist nicht umsonst so günstig. Also das heißt, da ist kaum noch was Natürliches drin. Im Endeffekt ist das bei unserer Nahrung ja auch so. Schaut euch mal manche Tomaten an, die im Reagenzglas gezüchtet wurden. Und dann esst die mal. Guckt mal, wie das schmeckt. Das schmeckt fast nach gar nichts. Und dann isst man eine Tomate aus Nachbarsgarten. Das ist was ganz, ganz anderes. Und so ist das bei dem Hundefutter genauso. Da geht es einfach mal ganz doof gesagt um die Kohle. Deswegen, wenn ich sage, ich will jetzt ungefähr 5 große Rottweiler haben, weil es schon immer mein Lebenstraum ist, ich habe aber nicht das Geld, mir gutes Futter zu kaufen, dann hat das auch schon was mit Tierschutz zu tun. Dann hole ich mir halt lieber einen kleinen Hund, der nicht so viel frisst, dafür ein gutes Futter, als dass ich jetzt meine 5 Rottweiler mit einem total schlechten Futter ernähre. Also das ist einfach die Verantwortung, die wir Menschen haben, weil ich erzähle euch einfach mal ein bisschen, was im Namen von vielen großen Futterherstellern gemacht wird. Also zum Beispiel tut man
Hunde komplett fett füttern, richtig adipös, um dann das lustige Diätfutter auszuprobieren. Derweile weiß man eigentlich, wie bei uns Menschen auch, man bräuchte nicht unbedingt die Diätnahrung. Einfach wieder die Nahrung an die Bewegung anpassen und die Bewegung an den Körper. Und dann klappt das meistens auch ganz gut aus. Es hat natürlich irgendwelche krankhaften Gründe, warum man adipös ist. Zweitens, es gibt ja spezielles Nierenfutter. Also werden Hunde mit Absicht krank gemacht, die kriegen mit Absicht Niereninsuffizienz und dann wird halt ausprobiert, okay, wie weit helfen die Diätfuttermittel, um das wieder hinzukriegen. Da werden dauernd OPs durchgeführt und das immer wieder geschaut. Genauso wird, was ich auch grausam finde, die Stimmbänder amputiert von den Versuchshunden, weil wer will schon das Winseln und Jaulen hören, wenn die dort gequält werden, also auch heftig, denen wird quasi die Stimme genommen. Es werden Schläuche reingeführt, um hauptsächlich Pflanzenöle da irgendwie einzuführen in den Magen. Gleich nach der Fütterung wird der Magen geöffnet, um zu schauen, wie weit ist der Verdauungsprozess. Also das alles, selbst süße Welpen, wo wir bei Welpen sind, der werden mit Absicht unter- oder überversorgt mit Nährstoffen und dann geguckt, wie lange halten die das aus, wie lange kann der Körper das kompensieren, wie viel kann davon ins Futter, wie viel vielleicht nicht. Das alles unterstützt man, wenn man sich nicht informiert teilweise wirklich oder wenn man es ignoriert oder wenn man halt einfach blind kauft. Also wir als Verbraucher, wir haben eine ziemliche Macht. Das ist uns einfach nicht bewusst, weil wenn jeder sagt, hey, nur weil ich das jetzt mal kaufe oder sowas, dann wird das schon nicht so schlimm sein oder was kann ich denn als kleiner Konsument überhaupt ändern? Wir können sehr viel ändern. Das heißt, wenn jeder sein Konsumverhalten einfach anpasst und sagt, nein, diese Firma boykottiere ich jetzt, weil die macht offiziell Tierversuche oder hat es mal lange Zeit durchgeführt und sich wahrscheinlich nicht viel geändert. Wenn das jeder sagt, dann machen die das weiter. Wenn aber jeder sagt, ich fütter das nicht mehr, boykottiere das, dann haben die keinen Umsatz mehr. Also entweder geht die Firma pleite und geht weg vom Markt oder die ändern was und sie ändern wirklich was und ändern vielleicht auch ihre Zusammensetzung. Das ist das, was wir auch mit unserer Homepage erreichen wollen. Wir wollen euch einfach Futter zusammenstellen, wo dann die anderen nachziehen müssen. Das heißt, wenn dann irgendeine Firma kommt und sagt, ah, wir haben ja auch gutes Futter, dürfen wir auf eure Homepage, dann gucken wir uns die Firma an und sagen, ah, na guck mal euer Futter an, da fehlt aber noch dies und jenes. Dann kann die vielleicht wirklich an sich arbeiten und sagen, hey, stimmt, es gibt so viele Futterhersteller, die haben das mittlerweile natürlich drin, warum muss ich das unbedingt chemisch zusetzen? Also, wie gesagt, man hat die Verantwortung einmal für seine eigenen Tiere, und man hat aber die Verantwortung auch für wahnsinnig viele Labortiere, die immer noch leiden müssen, weil wir Menschen da ziemlich ignorant sind und denken, uns gehört die Welt. Und das ist einfach unfair. Also wer sich mal informieren möchte, schaut euch mal einfach ein paar Webseiten an von Tierschutzorganisationen. Manche nennen klar die Hersteller, die dafür verantwortlich sind, dass Tiere leiden müssen, in sehr unwirklichen Zuständen. Und ja, lest einfach euch durch, nehmt euch mal die Zeit dafür, vielleicht einfach mal eine Stunde recherchieren, auch wenn euch vielleicht schlecht wird und auch wenn viele sagen würden, na, ich will das lieber nicht lesen und hören und sehen, das geht mir zu nah. Aber wenn wir unsere Augen verschließen, wird sich nichts ändern. Deswegen nehmt es ernst, Hundefutterkauf, auch Katzenfutter ist genau das Gleiche, hat auch was mit Tierschutz zu tun. Ich bin jetzt nicht, klar, jetzt kommt jeder und sagt, ah ja, Peter, Tierschutzorganisation macht hier ziemlich viele komische Events und irgendwelche Aktionen und so weiter. Ich unterstütze jetzt nie irgendwie diese Organisation und kriege davon jetzt irgendwie was, dass ich für die Werbung mache oder so, sondern ich finde ja auch vieles, was die selber auch als gut empfinden, wie vegetarisches Hundefutter, wo ich jetzt gar nicht dahinter stehe. Man muss sich einfach das raussuchen, wo sie cool sind, was sie gut machen und das sind einfach diese Undercover-Organisationen, wo sie halt einfach was aufdecken, was ich gut finde. Also wie gesagt, seht es nicht schwarz und weiß, sondern schaut einfach, was können diese Organisationen und diese Tierschutzvereine tun und nicht das, was sie vielleicht ja nie so rüberbringen sollten oder bringen. Wie seht ihr das? Habt ihr euch schon mal mit dem Thema Tierschutz und Hundefutter beschäftigt? Schreibt es in die Kommentare. Auch wenn ihr noch Seiten ja, oder Artikel dazu habt, die ganz wichtig wären, sich mal anzugucken, schreibt mir eine E-Mail. Ich packe das dann in die Videobeschreibung, dass sich vielleicht die Leute noch ein bisschen besser informieren können. Ich freue mich über eure Feedback. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, wo ich gehe. Ja. Mich geht. Liebeskummer.
Und du bist eine Nervensäge. Eine richtige, richtige, richtige Nervensäge. Große Nervensäge. Ja, du bist die größte Nervensäge, die wir haben. Ist das nicht schön? Ja.